those souls are being absorbed by it. That's why it didn't work for Rocket. It wasn't charged. Ach so, die war nicht aufgeladen. Hey Gamora, how's it going with Nebula? About as well as I expected. She's been pretty quiet so far. Wait, hold up a second. Okay, this is where Thanos found the Eternity Forge. Es funktioniert immer nur einmal, ne? This actually mean anything to you? No, but I like the skeletons. Es sieht so aus, als wenn man drei Seelen braucht, halt für eine Erweckung, ne? Hala was here too. The image of the forge. Okay, sie hat das Ding gedrückt. Look at this. Looks familiar. And here is where Hala failed. No Eternity Forge, no prize. Here goes nothing. Jetzt geht die Tür auf. What does it say? Hang on. Let's see if Nebula's cipher was worth all the trouble. The Eternity Forge resides here, pending such time as it can be wielded responsibly. Until then, she shall remain entombed across the galaxy. Huh. So, this is not the correct temple. We came here for nothing. Hang on a second, there's more. It says... Emnios. The temple we're looking for is on a place called Emnios. The symbols are a star there. I know how to get there. Gamora. Peter. Whoever we're looking for isn't here, but we figured out where to find him. Get those engines fired up. We're going for a ride. About that. Rocket's down in the engine room. He's, yelling some new and creative curse words. Yeah, you might want to talk to him. Alles klar, machen wir. Ja, wir haben eine Sternkarte gefunden von der Schmiede, wo wir eigentlich jetzt hin sollen. Bin ich sehr gespannt, was da genau passiert. Aber jetzt haben wir erstmal noch ein kleines Problem mit Rocket. Eigentlich sind wir cool drauf, aber irgendwie ist der angepisst. Wegen was auch immer. Er baut schon wieder irgendwas auseinander. So wie immer halt, ne? Er ist halt ein, ja, ein komischer Typ. Look, I know you miss Lila. That's okay. Oh oh. Hey, 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 what's going on? Talk to me. I didn't want you to see. She's gone. She was the only thing keeping me alive. And I couldn't save her. She protected me. And I couldn't help her. You can't blame yourself for what happened. It's not your fault. I keep telling myself that. But I don't know. I thought if I could just get her out of there, if she could just see it. This is all I have left of her. This stupid computer. I can't do this without her, Pete. I thought I could, but I can't. I can't. She's always gonna be with you, Rocket. You haven't lost her. But it's gone. I can't fix it this time. There's nothing left. I still can't. I don't want to give her up. It's all I got.
Ja, es ist wichtig, pass gut auf ihn auf, oder es ist Zeit, ihn loszulassen, Rocket. Ja, wieder so eine schwere Entscheidung, ne? Es ist Zeit, ihn loszulassen, Rocket. Wir haben selber, also, ja, es ist halt schwer, ne? Was machen wir jetzt genau? Man sollte, vielleicht sollte das einfach aufbewahren als Erinnerung noch an ihr. What's going on? Get the Eternity Forge, keep it safe. Go help Rocket. What are you gonna do? Warum hat der Lila eine Kopfhörer? Ach, die haben uns geentert, die Schweine. Aber jetzt haben wir wieder Mucke am Start. War doch ganz okay, ne? Couldn't have said it better myself. Oh oh. And that is the engine room. Rocket! Nebula and I will keep the bridge secure. Just get the power back on. Na, ich versuche mein Bestes, ja? I am Groot. Right. Engine room. Boah, man muss da richtig... Boah, okay.
Aber warum ist Groot draußen jetzt aus dem Maschinenraum und hängt da rum? Im Film war der so krass drauf immer. You think you could possibly win against the Kree? Now that I've obtained the Eternity Forge for Hala. Ah, stop, dude. Just stop. I really don't care. How dare you speak to me like that? How dare I? You come onto my ship, you bust up my team, and then you go about spouting your evil plan like a bad monster movie? Hold your tongue! Hala will! Hala can kiss my beautiful Earth ass! Kann man Erdling Arsch küssen? Nein! Okay, wir sind gescheitert. Also scheitern kann man auch. Ich habe nämlich vergessen, das Q-Dingsbum zu drücken. Na super. Ja, mit dem Schiff, das ist immer hier unten und man muss völlig seine Finger verkrampfen. Das ist echt schlecht gemacht. Es wäre natürlich besser, wenn man die Konsole, wenn man einen Controller nehmen könnte dafür. Also man kann auch scheitern, ja, in die Episoden. Man kann auch sterben. Aber dann kann man halt immer wieder versuchen. Oh, jetzt haben wir die Geschichte nur normal. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? You come onto my ship. You bust up my team. And then you go about spouting your evil plan like a bad monster. Ich weiß auch nicht, warum er so ein Wasser da ausschüttet. Für irgendwas muss das. So, und dann müssen wir, glaube ich. Genau. Hey guy! What's it like being on fire? That bad, huh? Stupid. Achso, er hat sich nass gemacht und hat Quill auch nass gemacht und dann haben. Achso, okay, das war. Ah, okay. Gut. Jetzt wissen wir, warum er die Wassersprinkelanlage angemacht hat. Nee, für immer nicht. Ich bin schnell. I don't know. I run pretty fast. I think I'll take my chances. I've given you many, and you have wasted each one. Peter, you better get the engines running. The Revenant's weapons are coming online. Rocket, I'm on it. Gamora, set a course for Emnios. Drop off our stowaways on the way there. Einfach ausgeschaltet. Naja. Ach, die können im Weltall überleben? Okay, alles klar. Nice. Wahrscheinlich ist es mehr so eine Freezer-Rasse wahrscheinlich, wa? Die können ja auch, er kann ja auch im Weltall überleben. Ist alles okay? Aber bei den beiden ist die Beziehung ein bisschen angespannt jetzt, ne? Rocket und Gamora. You think your mom is really down there? No. Whatever's down there, it isn't her. But we need to find out what it is. People you love. You know it in your gut when they're gone. Maybe there's a chance the relic could bring her back. I mean, if you could bring your mom back, what then? You still gonna be doing this? Oh, come on, I wouldn't do that to you guys. The Guardians stick together, no matter what. And what, Meredith Quill becomes our new pilot? This is it. Das sieht erstmal sehr komisch aus, ne? Also der Ort ist sehr mysteriös. So, what now? I'm sure Peter has a plan. Na klar, ich habe immer einen Plan. You do have a plan, right? Logisch. Guardians brauchen keinen Plan. Guys. We're the Guardians of the Galaxy. We don't need plans. Can't argue with that.
Jetzt wäre natürlich auch cool gewesen, wenn wir jetzt Drax mitnehmen hätten. Also Drax mitnehmen könnten, anstatt Gamora, ne? Damit er halt auch wieder ein bisschen ins Team integriert wird und nicht denkt, er wäre nutzlos. Und jetzt endet die Episode hundertprozentig. Genau wie bei der ersten, wo wir halt tot sind und dann, ja. Das war Folge 2 unter Druck. Sehr spannend wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Prioritäten, die... Stopped. We were at each other's throats over it. I am Groot. I am Groot. I am Groot! You ever play that game, Monkey in the Middle? No? Well, here's the thing. There's a bunch of jerks. They stand in a circle. They toss a ball around, and some poor turd in the middle tries to catch the ball. That turd, that's the monkey. And I, man, I was that turd. Oh, Peter just, he's not the most mature. Sometimes he can be just a huge... Sorry, he drives me crazy. I don't think I was really prepared for what we found on Emnios. Oh, Peter was definitely not prepared. At all.
You don't look surprised. Nah, I got my ship back, and that was that. For a while. Worried? Hell, I never been happier in my life. Quill, all of them, they fell into a dark hole. Real dark. Real, real dark. All that ancient stuff we found? Guess what? It wasn't meant to be found. Honestly, why didn't they just bury it? You know, why'd they leave all these clues and crap? Just hide it better. It's so dumb. I mean, Hala, I mean, she might have. Who knows? Then again, maybe she would have stopped if it wasn't for us. I felt like Nebula was coming around. I don't know. Certainly she was just as angry as she always was. For a little while, I thought it could be just like it was before. Before Tarvel. Real, real, real dark. Real, 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 real. And when we finally found her, I couldn't make sense of it. None of us could. And what she showed us. Oh yeah, the second it was out of her mouth, I knew. I mean, you get a chance like that. So much power in your hands. What would you do if you had to make that same choice? No one should ever have that much power. Ever. Everybody looking at you? You know the thing about responsibility? It sucks. Like a lot. Real, real, real dark. Dark, man. You know? Still fun, though. Okay, da haben wir einen kleinen Überblick gesehen und hier natürlich Guardians of the Galaxy Volume 2, ne? Könnt ihr euch alle reinziehen. Das war's erstmal wieder mit dieser Aufnahme, mit dieser Folge, mit dieser Episode 2. Wir haben dann noch 3 weitere Folgen vor uns. Ich bin sehr gespannt. Hier ist die Folge 3, ne? Mehr als ein Gefühl. Mal schauen, was uns da erwartet. Unter Druck, genau, das war sie. Ja. Meine lieben Freunde, wenn euch alles gefallen hat, wisst ihr ja, hinterlasst ein Like, Abo, teilt das Video und schreibt mal in den Kommentar. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin erstmal wieder raus und ciao. Making believe this is what you can see from your